Hi Leute und herzlich willkommen zu Red. Was war da gerade los? Red Dead Redemption 2. Ich glaube schon 18%. Wir haben schon ein Fünftel fast geschafft. Krass. Wie nett, dass es auch ging. Okay, wir gehen nochmal. Wieso humpeln wir so komisch? Oder. Normal. Hallo. John. Hat er nicht auch mit uns irgendwo? Okay. Louisa oder so, wie der da heißt. Ich hab keine Ahnung. sollte scheinbar hier oben sein. Ich weiß nicht, ob der. Warte, wir holen kurz unser Pferd. Scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Dann gucken wir kurz, was wir bei ihm machen können. Welches ist denn unser Pferd? Er ist noch gar nicht hier. Es ist hier. mit der coolen Mähne. Wo ist eigentlich unser Hut? Wir hatten doch mal einen Hut. Warte mal. Ich check immer noch nicht, wie in diesem Spiel aufs Inventar gehe. Was habe ich jetzt gemacht? Warte mal. Nein. Ah, ich wollte nicht. Ach, scheiße. Mit Arme Tab. Okay. Habe ich hier noch? Vielleicht. Ah, mit Huhn. Ah, schon besser. Schon besser. Boah, das hat's gebracht. Okay. Wir gehen mal zu dem Paar. So, guckt ihr so nach hier hinten. Achtung, oh Gott. Ja. Komm, ja, genau. Ein bisschen Gas geben. Mal gucken, was dort so geht. Scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Ja, warte kurz, ich gucke kurz auf die Karte. Da haben wir hier unten irgendwo. Oh, hier sind noch Fragezeichen. Da hinten ist noch Dollarzeichen. Ja, hä, was ist denn los? Immer wenn ich auf die Map klicke. Warte mal, so. Okay, und zwar die Wirkung entfernen. Ah ne, das ist einfach sonst eine Markierung. Ah ne, wegnehmen, okay. Dann reden wir mal. Warte mal, wo ist denn jetzt? Ah, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt ist. Hier hinten. Und wir sind hier vorne. Ne, wir gehen hier hin. Und eine Person. Okay. Machen wir uns hier mal einen Wegpunkt. Gut, dann reite ich mal dorthin. Bis später. Okay, Leute, wir sind jetzt hier. Hier oben ist diese Person, die wir suchen. Oder ja, suchen. Tun wir sie ja eigentlich nicht. Hallo. What are you doing? Are you quite certain you're not a spy? A spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. What theories? I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen, if you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Actually, I think I found some. Here. Excellent. I will go and investigate. And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. Yeah, dir auch. Okay, dann hätten wir das gemacht. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten. Und das Spiel ist immer noch extrem leise. Ey, Pferd, warte auf mich. Ich weiß, tut mir leid, ich musste halt, keine Ahnung,
Weiß nicht, wieso es ist so. Es ist einfach irgendwie ein Bug. Okay, wir gehen nochmal kurz auf die Map. Wie war das Scheiße? So, ne? So. Und zwar können wir jetzt noch kurz. Nein, ich will die Markierung weg. Ja. Wegpunkt. Und wieso ist jetzt hier eine Markierung weg? So. Okay, gut. Ich reite jetzt mal dorthin und dann werden wir sehen, was wir dort noch machen müssen. Bis später. So, Leute, wir sind jetzt hier und scheinbar müssen wir hier auch wieder Geld eintreiben. Nehme ich mal an. Weil ich meine, sonst wäre ja hier kein Dollarzeichen. So. Guten Tag. Wow, Alter, ich hab English? Speak English? Me, Silesia. Yeah, good for you. Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das des the Kaiserreiches, I don't speak German neither. I'm here for money. Money that you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. Okay, wir bedrohen nur. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. Okay, wir schlagen ihn einmal und lassen ihn los. So. Wir untersuchen das hier mal. Ah ja, was? Okay, gut, wir mussten ihn zum Glück nicht wirklich was zusammenschlagen. Was? Ihm? Very valuable, good. Not good yet. Vielleicht noch nicht. Okay, gut. Was finden wir hier sonst noch? Ich glaube in den Zimmern. Würde ich mal sagen. Irgendwas nochmal eine. Oh. Hier was? Nee. Vielleicht noch hier. Oh Gott, nee, nicht auf dem Stuhl, warte mal. Tisch. Ach, auch nix. Aha, was haben wir denn hier? Nix, glaube ich. Warte mal, vielleicht hier in diesem Schrank irgendwas. Ah ja, Zigaretten. No, no, no. Yes, 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 yes. Antike Taschen, nur. Okay. Gut, dann später, ne? War mir eine Freude. Okay, so, let's go. Aufs Pferd und auf zu neuen Ufern. Und zwar gehen wir mal. Wir müssen kurz gucken, was haben wir denn noch so? Haben wir irgendwo noch irgendwas zu tun? Hier unten sind zwei. Gehen dann trotzdem mal noch zu Louisa Matthews. Oder wie auch immer ich. Kann er sich auch sprechen, Alter. Okay, wir reiten jetzt dorthin. Bis später, Leute. Wow, Alter, hier wieder geschossen. Ah ja.
I've come all the way north from Mexico to challenge a real American gunslinger. You him? Was ich denn? Ja, oh. Real gunslinger? Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles wins. The range needs to be clear before we begin, amigo. Okay. Entferne alle Pferde und Fahrzeuge aus dem Schussbereich. Ach so, ich muss mein Pferd wahrscheinlich ein bisschen wegstellen. Well, should we get this going or what? Ja, ja, beruhig dich, ich bleib ja hier. So. Hey, you can't compete on a horse, cowboy. Just... Und jetzt muss ich mit meinem Revolver oder was? Alright? Come on, man, let's shoot! Muss ich schießen? Easy, man. Nein, die letzte gehört mir. Nein! Oh. How the hell did you beat me, huh? Ha, ich hatte eine mehr. Better shot, I suppose. That didn't make me happy at all. How about we raise the stakes, huh? Komm jetzt nicht noch? Come on. Nee, tut mir leid, ich hab eigentlich keine Zeit gerade. Well, how are you forbidding me? So, come get your wing. Here it is, okay? Man of my word. Ah, will er mir geben? Hey, don't forget your money before you leave. Ach stimmt. Nehmen wir einfach wieder auf mein Geld nicht. Appreciate it. Sure. Better watch out next time. It's not your day, huh? Yeah, I guess not. Okay, cool. Ich glaube, das hat auch wieder unsere Punkte ein bisschen hochgebracht. Okay. Wir gehen jetzt weiter. Bis später. So, Leute, wir sind jetzt auch hier, wo... Wo ist er? Irgendwie ist er, wie auch immer der heißt. Und hier scheinbar noch eine große Ranch hier. Okay, cool. Hey. Boah. Elegant, ne? He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen. He's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Okay, dann machen wir doch das mal. Oh, das. Wo ist denn der Pferd? Ach so, auch hier. Ja, steh doch auf. What the fuck? Okay, wir gehen jetzt scheinbar. Really? Really? Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? You're the one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Oh, really, come. You've recovered from your bear encounter. Okay, also wir müssen jetzt schon mal irgendein, keine Ahnung, irgendwas machen, was der Typ gesagt hat, mit dem Hohese irgendwie befreundet ist. Und genau das machen wir jetzt. Bis später, Leute. Okay, Leute, hier ist irgendwas. Was sind wir hier? Ja, hallo? Yep.
place up ahead. We should go on foot from here. Ach, die Leute hier vor, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, wir gehen jetzt mal unbewaffnet, vielleicht besser. Schleicht auch schon richtig. Vielleicht sollten wir auch. Nee, Schleichen wird überbewertet. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Ja, dann holen wir uns doch die Kutsche. Doch ganz simpel. Okay, let's take a quick look at the place. Ach so. Nimm Fernglas, klar. Okay, hier ist die Scheune. Da ist das Haus. So, oh, ups. Ja, passt doch. Ja, Alter, ich hab's gesehen. Ja, wie, ich, hallo? Achso. Nee, komm, wir machen sie jetzt einfach. Boah. Ich find's aber cool, dass man auch selbst so ein bisschen seine Meinung. Ich soll mich jetzt ins Haus schleichen. Ah, okay. Ich finde es cool, dass man so ein bisschen seine eigene Meinung einbringen kann. Zum Beispiel hier, ob wir es jetzt in der Nacht machen oder jetzt. Und so, das finde ich ganz cool. Kann ich rein? Ja. So, ich... Ah, wir plündern das jetzt kurz, okay. Nichts schnell. Oh, nice. Goldene Tasche. Nein, das ist okay. Wir machen das nicht zu. Ist mir nicht so egal. Wenn die es merken. Die werden es sowieso merken von daher. Oh, Platinring, oder was? Alter. Alles nehmen, Alter. Alles nehmen. Ich hoffe, die talken jetzt mal noch schön zusammen. Öl. Hier nehmen wir aus. Irgendwas? Nee. Oh. Ah, okay, sie laufen so ein bisschen weg. Und kannst. Ja, ja, nehmen wir auch mit. Oh, da steht ein. Aber der kommt nicht rein. Truhe. Okay, die gehen beide ein bisschen weg. Das ist gut, das ist sehr gut. Perlenkette. Alter, das sieht ja richtig schön aus. Vielleicht finde ich hier noch was. $48 haben wir gestohlen. Sieht eigentlich richtig aus. Aber ich meine, Häuser macht das gut. Wir können hier so ein bisschen... 150! Oh mein Gott. Das ist ja geil. Apfel nehmen wir mit. Ja, was ist das? Ach so, eine Ausdauer. So, nehmen wir auch alles mal mit. Oder ist auch schon mal so ein Ring? Da ist noch Ruhe. Ey, wir stehlen den einfach alles. Diesen Kamin fasse ich besser nicht rein. Ich glaube, wir haben... Ne, hier ist noch eine Truhe. Machen wir auch noch kurz auf. Okay, das ist nochmal Geld. Und was ist das? Das ist eine Wurst? 11. Okay, so. Jetzt müssen wir uns aber langsam an die Arbeit machen. Weil die kommen jetzt gleich zurück. Komm, wir gehen einfach vorne raus, Alter. No risk, no fun.
Okay, das war vielleicht doch ein bisschen kritisch. Kritisch? Geh doch rein da. Mach die Tür auf. Alter. Ist hier hinten rein? Wie? Ich hier nicht rein? Hä? Wo? Wo ist er? Ach so. Ach so, ich soll die reiten jetzt, oder was? Oh, danke. Oh. Oh, lol, er hat es... Ah, okay, er ist jetzt einfach weggerannt und wir stehen jetzt, okay, natürlich. Meine... So, komm, Alter. Gib mal Gas hier, hier, Pferde. Wer ist denn das? Oh! Tut mir leid, Alter. Oh Gott, Alter. Eieiei, das ist... Das ist Mord? Oh, scheiße. Wir sind im Arsch. Egal. Wir reiten jetzt mal zurück. Ja, wir müssen ihn aufhalten. Ja, okay, dann sind wir um. Das ist ja geil. Wow. Fuck, wir haben verkackt. Aber wieso? Vollpunkt neu starten. Ist gesucht worden. Hä, ja, das juckt doch nicht. Ich hab hier schon Kopfgeld. Okay, wir versuchen den nicht umzufahren. Achtung, oh. Ja, ich verhalte mich noch ganz normal. Wir geben einfach so ein bisschen Gas, Alter. Okay, wir müssen dem jetzt nach. Hey, war den Hueser jemanden umgebracht? So, der ist auch tot. Warte, wir steigen kurz ab. Ja, es tut mir leid. Es musste sein. Ich würde ihn aber noch kurz. Das Pferd haben wir einfach straight überfahren. Okay. Dann können wir hier vielleicht noch irgendwas Sattel durchsuchen. Gucken wir doch mal vielleicht. Oh, wir haben etwas gefunden. Haben ein bisschen Kleingeld. Ich glaube, ein bisschen Arznei oder was war das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Fahren wir jetzt zurück, Leute. Here we go. Oh, shit. Oh, Leute. Wir sind jetzt auch hier back. Warte mal, wir machen das Ganze. Hallo, Seamus. Wir haben deine Cousins. Wie war es? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse, but competent. Here. Thank you. Find any other coaches that need selling. I'll see what I can offer you for it. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Sure. Ich komme auch mit. Ja. Okay, nice, Alter. Er hat uns sogar noch Geld gegeben. So. Ah, jetzt teleportieren wir uns wahrscheinlich, nehme ich an. So, hello, hello, wir sind back. Ich hätte gesagt, das Geld, das wir eingetrieben haben. Warte kurz, wir machen hier kurz unser Pferd fest. Ich hätte gesagt, das Geld, das wir eingetrieben haben. Dann machen wir erstmal. Alter, mach doch das Pferd dort an, Alter. Was? Ach so, okay. Okay, gut. Ich hätte gesagt, das Geld, das wir gestohlen haben, das wären ja um die 200 Dollar. Glaube ich, waren das plus minus. Die spenden wir unserem Lager, weil, ja, die haben wir gestohlen. Das, ja, wir haben es eigentlich gestohlen, aber wir haben es auch ein bisschen für unser Lager gemacht. Okay, warte mal. Eingetriebene Schulden können wir erstmal abliefern. Die hatten wir auch noch. Macht er, ach so. Genau, Schulden abbezahlt. Und jetzt Eintrag leisten. Und zwar 200. Geld. Geld spenden, warte mal. Okay, wir spenden mal, wie gesagt,
Wir spenden 100 Euro. Das geht ja übertrieben schnell. genau, wir spenden 100, ne, 200 haben wir gesagt, ja. Weil wir haben ja in diesem Haus ungefähr 200 plus gemacht. Dieses, was ein bisschen übriger war, das behalten wir für uns. Ich meine, wir haben es ja auch gemacht. Und, so, spenden wir das Ganze mal. Und, Alter, krass. Eieiei. Okay. Und den Rest, der uns Häuser gegeben hat, ja, das ist halt unser Zeugs, ne? Nachher, das dürfen wir auch behalten. Guck mal noch, ob ich vielleicht noch einen Gegenstand habe. Ja, was soll ich mit dem ganzen Müll spenden? Ah, dann muss ich auch gedrückt halten. Spenden wir. Spenden wir. Spenden wir. Spenden wir. Klar, wir können es auch verkaufen, aber. Was soll denn mit dem, ganz ehrlich? Das heißt, falls wir ausgeraubt werden, wäre es nicht so schlimm, da wir eh jetzt alles spenden. Ich habe nochmal die Gegenstände nochmal fast im Wert von 100 Dings gespendet. 100 Dollar. Krass. Okay, nochmal Gegenstand spenden, weil wir haben ja hier noch die silberne Taschenuhr. Und Goldnugget. Ne, das behalten wir. Nein, oh. Toll, jetzt hat er es trotzdem gespendet. Ich wollte doch nicht. Ja, egal. Luisa ist auch hier. Wir setzen uns jetzt auch mal zu denen. Ich poke aber nicht mit. Ich guck mal eine Runde zu. So. Ja, wow, jetzt geht er. Toll. Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge Red Dead Redemption 2. Wir haben auf jeden Fall heute wieder Spannendes erlebt, würde ich sagen. Ja, das war's mit dieser Folge Red Dead Redemption 2. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.